Hey, Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Ich habe noch ein bisschen weitergemacht, noch ein bisschen Wurst gemacht und so weiter und so fort. So, und jetzt haben wir nämlich ein ganz großes Problem. Denn unsere Hühner bekommen aktuell hier kein Wasser. Ich hoffe, dass ich den großen Wassertrog hier auch machen kann. Ich bin mir gar nicht sicher. Deswegen haben wir jetzt schon mittlerweile schon zwei tote Hühner zu verzeichnen. Oder drei sogar. Scheiße, ich überlege gerade, wo ich dann das Holz hingemacht. Ich muss das Auto nehmen. Wir müssen auch noch verkaufen. Stress! Ich habe halt Angst, sterben jetzt noch mehr, ne? Ich bin auch bescheuert. Wartet mal. Wir machen das erstmal anders, damit ich mir mal ganz kurz den Stress nehme. Suche ich jetzt hier erstmal kurz den Eimer hoch. Wir tun die mal kurz per Hand Wasser geben, damit die uns hier nicht vertrocknen. Noch mehr sterben. Weil ja, gut, Hühnerfleisch brauchen wir ja eh, ne? Davon abgesehen. Aber das muss ja trotzdem nicht sein, ne? Und wir sehen auch, die haben jetzt wenig Wasser hier alle. So, machen wir mal einmal voll. Zack. Sind die auch gleich aufgefüllt, die glaube ich gerade, oder? Na, der hier ist kurz vorm Verhungern. Verdursten, meine ich. So. Ja. Gut. Haben wir hingekriegt. Sehr schön. Da war ich mir noch nicht sicher, weil irgendwie hat der in den letzten Tagen eigentlich die Tröge immer gefüllt, ne? Und jetzt mit einmal hat es dann anscheinend doch nicht gereicht. Ich bin mal gespannt, ob es da hinten in der Ecke reicht. Der Wassertrog. Ansonsten müssen wir die halt dann doch nochmal manuell füttern, nicht füttern. Wasser geben. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich hatte, glaube ich, hier hinten meine Säge noch zu stehen. Also wir brauchen 16 Planken. So. Ja, da brauchen wir erstmal Holz. Hier geht's mehr, ne? Machen wir das hier noch weg. So. Naja, gab es halt ein bisschen Hühnerfleisch heute. Ja, nichts. Ja, ich habe mir auch überlegt, selbst wenn Hühnerfleisch mal irgendwie einen Multiplikator hat, ich denke, ich werde eher die Frikadellen mal nehmen und die dann verkaufen, ne? So. Juti, ja, wird auch erstmal hier meine letzte Aufnahme sein. Der Zahnarzt ruft wieder, aber ist nicht so schlimm diesmal. Nachkontrolle und so, ne? Yay, I'm very happy. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich das jetzt hier noch mit drauf? Kann ich es so oben drauflegen? Warte mal. Muss man, glaube ich, anders packen hier. Spack mal die Kisten hier nach oben. Um halt. So. Und dann bräuchte ich ja endlich nur noch einmal 8. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die hat aber nicht jetzt genommen. So. Dann nicht so dicht dran. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Jetzt? War das schon alles Holz? Achso, dachte, hier liegt noch einer. Nö, jetzt nicht. Gut. So, Alter, Scheiße, Leute. Wir müssen tanken. Ganz dringend. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen Benzin drin. Ansonsten heißt das, I'm walking in the street. I'm walking. Lassen wir den mal dran, dann fahren wir halt auch noch tanken. Wir müssen ja eh noch mal gucken, ob wir Wurst verkaufen können gleich. Ne? Und so. War schnell den Wassertrog da mal hin. Liegt da noch Hühnerfleisch? So. Und ich habe natürlich herausgefunden, ja, man kann den Käse auch in die Dinger packen. Das heißt, ich muss nicht wegen jedem Stück Käse, muss ich jetzt nicht extra mitnehmen, ne? Aber nehmen wir natürlich auch erst mit, wenn das Ding voll ist, 12 Stück.
echt heftig aus. Ich habe jetzt den großen Wasser-Dingsterbumster hier hingemacht. Ich hoffe, den nehmen die auch. Oder muss ich bei den Hühnern den kleinen machen? Das wäre jetzt halt auch nochmal interessant. Ja, beobachten. Sind hier noch irgendwie kleine Küken, die ich übersehen habe oder so? Nö, drüben war auf jeden Fall nochmal ein Hahn. Den habe ich halt noch mit rausgenommen, ne? So, und jetzt haben wir denn hier noch drei Hühnerfleisch. Zack. Ey, wolltest du Hühnerfleisch einsammeln? So. Gut, müssen wir jetzt mal irgendwas mitnehmen? Also wenn wir jetzt eh zum Laden fahren, checken wir mal noch kurz aus. Da nochmal Wurst fertig geworden ist in der Zeit. Jo, sieht gut aus. Das Ding ist mir nicht hier fast voll, ne? Können wir das mir nicht auch noch mitnehmen? Haben wir hier überhaupt noch? Ah, jetzt haben wir kein leeres Teil mehr hier. Okay. Gut. Auf jeden Fall nehmen wir das hier noch mit. Ich hatte dann natürlich keine Eier mehr, ne? Jetzt habe ich jetzt mal wieder einen vollen Eierkorb. Den nehmen wir gleich mal mit rein. Haben wir die jetzt auf jeden Fall, also ein paar ohne Eier gemacht. So, und stellen wir mal hier hin. Weiß ich immer schon Bescheid. Da nehmen wir jetzt mal noch die Wurst hier runter. Ist das mir nicht auch voll? Ja, genau. Und ja, irgendwie müssen wir dann auch. Scheiße, machen wir das jetzt? Wie machen wir denn das jetzt? Einfach die Scheiße erstmal auf den Boden werfen? Ich hätte mir das schon anderen übrig, wa? Das war ein bisschen blöd, aber. Ey, das habt ihr nicht gesehen, ne? Wir hängen natürlich gleich noch die nächste Wurst auf. Mann. Damit die gleich weiter trocknet hier. Und noch eine Menge vor uns. Noch lange nicht alle Fleischbotten hier gemacht. Das wäre jetzt trotzdem mal ganz nice, wenn wir hier mal was verkaufen könnten. Ne? So, wir können ja mal die drei hier oben hinlegen. So. So, und dann haben wir hier nämlich nochmal einen angefangenen Bottich, um hier die fertigen Sachen nochmal reinzulegen. Hier machen wir das same. Erstmal alle auf den Boden schmeißen. Nicht anders. So. Dann nehmen wir das neue. Hängen das hier auf. Ich bin mal gespannt, wann wir Elsa noch melken können. Also noch ging es ja nicht, ne? Sondern halt jetzt hier nochmal Wurst. Die können wir hier oben auflegen. Drei. Die anderen sind halt alle schon voll mit roher Wurst, ne? Gut, dann ist die Kiste hier auch nochmal leer. Zack, dann haben wir hier auch nochmal eine angefangene. Sehr schön. Okay, ja, immer rauspacken. Zack, immer noch durch. Gut, dann lasst uns mal schnell zum Burgerladen. Und zur Tankstelle müssen wir natürlich auch, ne? Ich habe jetzt Gott sei Dank im Kanister noch ein bisschen Benzin gehabt. Drückt mal die Daumen, dass wir heute Wurst verkaufen können. Und Frikadellen, das wäre schön. Sonst müssen wir halt jetzt noch mal ein bisschen warten, ne? Das ist dann eher nicht so vorteilhaft. Jo, und stopp. So, sorry Leute, muss mal hier kurze Pause einlegen. Ja, ne? Hähnchenfleisch, Rindfleisch, Ei. Sieht schlecht aus. Alter, ich brauche meine Kisten wieder. Was haben wir denn noch? Ah, 906. Ich hätte trotzdem ganz gern meine Kisten mal wieder. Ja. Mal vorhin hier, wie bei den Hottentotten. Da sind wir wieder dabei. Ja. Also, es ist, wir machen jetzt natürlich noch hier ganz normal unsere Folge fertig. Ne? Wir gehen gleich Mary nochmal melken. Und ja, dann werde ich aber, glaube ich, erstmal so
noch ein bisschen alleine weiter spielen. So lange, bis wir den Multiplikator haben. Aber immer wenn ich das sage, ne, kann man denn irgendwann doch verkaufen. Also, sagen wir mal so, wenn irgendwas Aufregendes passiert, dann mache ich halt das schon mal wieder an, ne? Das kriegen wir schon hin. Wir müssen auf jeden Fall noch Schweine schlachten. Ah, ich wollte doch tanken. Na gut, machen wir morgen. Es ist ja auch schon wieder 20 Uhr. Lass uns doch einfach mal die Eier noch einsammeln. Mary melken und dann gehen wir einfach mal eine Runde schlafen. So, könnten auch noch mal ganz kurz die Schweine überprüfen. Und dann, ja, schaffen wir das in der Folge wahrscheinlich doch noch. Das war hier. Guck mal, wie die da oben auf den Ding rumhängen, ne? Ja, schaffen wir das in der Folge vielleicht doch noch, dass wir hier irgendwie, ja, da sind die alle. Boah, ich muss die alle schlachten. Ja, red doch mal zu Ende, Chanella. Schaffen wir das auch doch noch, dass wir in der Folge vielleicht das Fleisch verkaufen. So. Mensch, schlimm mit mir. Ne? Eigentlich müsste sie rangehen. Ich habe heute alle Eier eingesammelt, weil ich es so wie gestern vergessen hatte. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 2, 3 befruchtete Eier sind uns ja einmal entgangen. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Muss ich sagen. So. 24 Eier haben wir hier rausgekriegt, ne? Genau. Gut, jetzt durften aber keine Hühner mehr sterben. Dann sammeln wir mal. Na, hätte ich auch da lassen können. Ich habe mir nicht einen extra Korb hier für die anderen Hühner. So. Gehen wir hier nochmal rein. Ein theoretisch gesehen könnten wir die halt hier auch immer nachschlachten. Ne? Das wäre jetzt nicht das Ding. Ich würde auf jeden Fall halt hier immer einen Hahn rausnehmen wollen. Ne? Seht ihr, hier ist mir nicht schon wieder einer. So. Oh, den haben wir jetzt nochmal geschlachtet. Jetzt nehmen wir gleich mit dem Fleisch, weil wir wollen keine befruchteten Eier hier drüben haben. Gut. Das haben wir nur auf der anderen Seite. Hier liegt nichts weiter drin. Küken waren hier drüben, die hatte ich schon drüber gesetzt, ne? Das hatte ich noch geschafft, genau. Hier sind aber auch nochmal 12 Eier drin. Ist da hinten noch ein Hahn, oder? Aber noch ein Hahn. Ich muss auch weg. Brauchen wir halt nicht. Ich sehe so viel. Wir brauchen keine Hähne hier drüben. So. Hähnchenfleisch und Huhn? Ach nee, da gibt es nochmal einen Unterschied. Ach, ja klar, ne? Ach, das ist ja bescheuert. Okay. Jetzt bin ich ja ein wenig verwirrt. So, komm, lass uns mal noch ganz schnell Mary hier melken. Die stören wir jetzt mal ein bisschen, aber Mary, komm. Ich melke mal hier heute nochmal. Das ist ein Elsa. Ist Elsa schon so weit? Ich weiß es nicht. Ist das nicht Elsa? Elsa ist hier. Die ist, glaube ich, auch melkreif. Oh, Elsa. Da springt ein Hirsch. Ja, Elsa können wir jetzt auch melken. Sehr schön. So, jetzt kannst du schlafen gehen, meine Süße. Einmal können wir noch und dann ist die Kanne hier voll.
So, denen geht's aber gut hier, ne? Sie scheint auch ein Weibchen zu sein, ne? Haben wir keinen Bock mehr? Na gut. Ich würde jetzt die eine Kanne hier mal noch rüberholen. Das wollen wir eine Ersatzkanne haben, wenn die voll ist hier drüben. So. Genau. Stelle ich einfach mal dahin. Gut, ist schon wieder schweinedunkel hier draußen, ihr Lieben. Geht mal ohne schlafen. Also, wir sehen uns gleich wieder, ne? Und so. Hey. Also OBS hat aber so leichte Probleme, muss ich sagen. Wenn man eben, also die Pausenfunktion, die gibt es ja noch nicht lange, ne? Keine Ahnung, ob ihr euch damit auskennt. Aber wenn man die Pausenfunktion nutzt, da kann es halt passieren, dass man danach starke Lecks hat. Das könnte jetzt bei der Folge tatsächlich passieren. Nur hat der Ranch Simulator so ein ganz kleines Problem. Ab und an kann man nicht raustappen aus das Spiel, ne? Jetzt hätte ich halt mal kurz Pause gedrückt. Naja, kriegen wir hin. So. Gut. Dann waren wir ja gerade Hayabubu machen, ne? Gucken wir uns jetzt mal noch mal ganz schnell die Wurst an hier. Die ist noch nicht fertig. Los hier. Das ist aber schon fertig. Und jetzt bitte noch mal Daumen drücken. Ey. Hallo? Dass wir. Ist noch fertig. Und nein, die war doch noch ja nicht fertig. Doch. Glück gehabt. So, zwei. Naja, dass wir das hier abgeben können. So. Kennen wir ja schon das Spiel hier, ne? Einfach mal auf den Boden werfen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, weil wir keine Kisten mehr haben. So. Okay. Noch ein Stück rüberlaufen. So. Hier. Spät ist denn das? Ja, ich muss die Folge mal kurz unterbrechen. Muss halt echt zum Zahnarzt jetzt. Okay. Jetzt möchte ich mich beeilen. Die Zeit vergeht aber so wahnsinnig schnell, ne? Ja, oder wir machen einfach mal eine Short-Folge hier draus. Also, ne? Eine kurze Folge. Ja, der Zahnarzt, der ruft, der wartet nicht. Der ist sonst böse, wenn ich nicht komme. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Bye, bye.